Digitalisierung, Smart Home, Smart Living, da denkt man zuallererst an intelligente Geräte und Wohnungen, also an die Hardware. Jetzt ist das ja nur ein Teil, es gibt auch die Software. Ganz entscheidend ist die Vernetzung bei der Digitalisierung. Es geht eigentlich, wie sich die Geschäftsmodelle transformieren. Am besten versteht man das, wenn man an Airbnb denkt, den Vermittler von Unterkünften, der heute größer ist als jede Hotelkette. Airbnb besitzt keine eigenen Immobilien, sondern vermittelt zwischen den Menschen, die eine Wohnung suchen, temporär, und die temporär einen Platz anzubieten haben. Und das Ganze geht natürlich nur, weil die vernetzt sind. Also es denkt, hier geht es darum, sozusagen die neuen Dimensionen, die sich hier auftun, zu verstehen im Sinne eines neuen Geschäftsmodells. Das Gottlieb Duttweiler Institut forscht in der Zukunft. Was kommt jetzt auf dem digitalisierten Gebäudebereich auf uns zu? Die Technik verändert sich schnell, Menschen umgekehrt verändern sich nur langsam. Langfristig rückt die Technik in den Hintergrund. Man kann sich das so vorstellen, meine Kinder oder Enkelkinder, die werden in einem intelligenten Haus leben. Das hört sie, das sieht sie, das spürt sie und reagiert automatisch auf ihre Wünsche. Sie werden aber so wenig über diese Technologie nachdenken, wie wir heute über die Elektrizität in unserer Wohnung nachdenken.